Ich als Mama mit drei Kindern habe viele Ideen und habe große Motivation, Familie zu leben. Aber es ist mir wirklich einfach die Kraft abgegangen. Ich habe mir wirklich mittags gedacht, bin ich froh, wenn wir gegessen haben und die Hausübung gemacht ist und dann kann ich vielleicht nur kurz eine halbe Stunde mich niederlegen. Ich habe wirklich gewartet auf das. Und das ist jetzt weg. Ich weiß, ich bin wieder in meiner Kraft. Ich weiß, wie ich zu meiner Kraft komme, mit welchen Lebensmitteln ich zu meiner Kraft komme. Und das ist irgendwie unbeschreiblich. Auf emotionaler Ebene hat sich bewegt, dass ich viel mehr bei mir bin, viel mehr weiß, was ich will, beziehungsweise nicht nur weiß, was ich will, sondern alles viel besser umsetzen kann. Es ist für mich voll die Entspannung, dass ich weiß, was ich brauche und was mir gut tut. Und auf körperlicher Ebene ist echt auch so ein riesiger Meilenstein, den ich nie geglaubt hätte, dass es wirklich irgendwann in Erfüllung geht. Ich habe nicht mehr Kopfweh. Ich habe so viel Kopfweh gehabt. Und das, seit ich 12 bin. Wow. Bis Bis heuer. vor, genau, einem halben Jahr. Eigentlich ja ganz viel im Zusammenhang mit meiner Menstruation. Also ich glaube schon auch hormonell. Wobei ich glaube, dass sie die Hormone ja auch einstellen mit der Ernährungsumstellung. Ich habe alles probiert, wirklich, was man sich vorstellen kann. Und es ist einfach nicht weggegangen. Und es hat mich einfach immer wieder ausgenockt, dass ich bin dann einfach gelegen und habe gar nichts mehr tun können. Da habe ich auch die Kinder nicht haben können. Ich habe schlafen müssen, liegen müssen und warten müssen, bis es vorbei ist. Also du hast also deine monatlichen 2 Tage, wie es Genau. üblich ist. Und das war für mich aber trotzdem irgendwie nicht die Lösung. Bakemet oder irgendwie ist für mich eigentlich die Lösung nicht gewesen. Also das, außerdem hat das nicht geholfen, das einmal davon abzusehen. Da war in mir immer was, wo ich mir gedacht habe, da muss was anderes da geben. Ja, und jetzt? Und da habe ich das Gefühl, da kann ich einfach nur noch mein Gefühl geben, dass das schon mitunter dieses Grün ist. Wie hast du so das Grün und so weiter bei deinen Kindern integriert? Indem ich es einfach angeboten habe und hingestellt habe. Also das hilft schon ganz viel. Was gibst du ihnen dann beispielsweise? Salat, Gurkensticks, Karottensticks mit Dipsauce. Einfach immer wieder her. Also wenn man das visuell irgendwie das nett ausschaut und wenn es da ist, dann nehmen sie es auch. Und wenn halt einfach nichts anderes gerade mit ist, weil wir beim See unten sind und es sind halt nur die Gurkensticks und die Karottensticks mit, dann wird halt auch das gegessen. Also du hast so den Fokus dann, dass die Mittag und abends also auf Gemüse gesetzt sind. Genau. Sie dürfen mir eine Butterbrot genauso essen. Derweil zu lang ist, ich kann das nicht. Das ist dann einfach eine eigene Persönlichkeit. Aber ich biete halt das andere vermehrt an.